Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und wir müssen unsere Taschen packen. Also die sind sogar schon gepackt, seht ihr ja. Wir müssen jetzt weg. Mal wieder. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Ja, läuft hier nach Dewberry Creek. Wrong, pal. Was ist das? Dewberry Creek. Da drüben. Ja, ich sag's ja, wir gehen nach Lemoyne. Ich hab's dir gesagt. Ist gar nicht so weit weg, ne? Einfach da durch, durch die Heartlands. Dann sind wir schon da. Dann sind wir in der Nähe von Saint-Denis. Das macht es aber nicht besser, weil die Stadt ist ziemlich groß. Ein Hauptpferdchen. So, where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to. Fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing. Oh. Das hier jetzt blöd. Bin gleich wieder da. Have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. And this is a big country. But now, with these Pinkertons, better paid bounty hunters, I ain't so sure. Maybe the price on our heads got too big. Yeah. They've certainly got money behind them. They've got Cornwall's money behind them for one, which guarantees even more trouble. Ja, einfach immer so hinten nicht. Kommen wir vorher hier runter. I think that must be it up ahead. The old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Durchsuche Dewberry Creek nach Bewohnern. I see something over there. You see it? Someone on the ground there. Yep. Da liegt jemand. Come on. He's been shot. Let's be careful, Arthur. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second.
I'm not gonna shoot for the sake of it. So, das Springfield-Gewehr, das macht ordentlich Wumms, ne? Davon haben wir auch noch ein bisschen Schuss. Ich bin aber trotzdem hauptsächlich für den Repetierkarten, ne? Quit talking. You started it. Und einfach mal das Tuch aufsetzen. You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Where is everybody? Maybe they heard us come. Be careful. I'm being careful. Wir sind schon gleich umzingelt. Da hat aber jemand fluchtartig das Gebiet verlassen. Fremde Person fährt folgen. Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Da unten. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. What? No good. There. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait, just let me make sure this is right. Yeah. Okay. Looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you asked me. Hold up. Let me check this. Also ich sehe kein Lager weit und breit. Continues along the shore here. Now, I was saying some. Oh yeah. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. Ah. That kid. It's gonna be tough for him.
Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Hey. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Hey! A year or more. Easy. Think this is the right way? Give me a second. They carry on along this trail. So you was just talking about something? You did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Das ist lange. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Ja, hier wäre doch ein guter Ort für uns, oder nicht? So where is this guy? I don't know. Ich lieg mal eine But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Ich würde gerne eine Waffe ablegen, verdammt. Nervt nämlich immer eine in der Hand und eine auf dem Rücken zu haben. So, ich habe nur mein Halstüchlein auf. Ich glaube mal, das können wir abnehmen, oder? Ich höre was. Da hinten liegt einer. So, warte, ich will erstmal das andere hier sehen. There he is. Quick, cut him free and let's get out of here. Okay. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Falle, Vorsicht! Take cover! I see three coming this way. You get the hell away from him! Why the hell you drag us into this, Charles? That all of them? Doesn't look like it. Look out! You shouldn't have come on our land! You... Last one's making a run for... Well, that's them dealt with. You get him untied. I'll see what they've left behind for us. Schneiden Sie das Seil durch, bitte! Easy. You're okay. Easy, boy. It's okay. Ich muss immer mein Fett holen. Oh, now. Hey, hey, hey. Good boy. Let's get him back to his family. Stay. Hier drüben! Der redet auf Deutsch. Schön. Helfen Sie mir! It's okay. I'm getting you out of here. Auch alles gleich auf Deutsch synchronisieren können. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Hey, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Hat er die Leute ausgeräubert? Ich guck mal schnell. Nicht, dass er das nicht gemacht hat. Nein, hat er natürlich nicht. Pfosten. Oh, mir fällt doch gerade ein, wir konnten gar keinen Hund verkaufen und nichts, ne? Lass mich die mal schnell auseinanderplündern. Da müssen wir nämlich nur noch da einüber.
mal, was die für uns da gelassen haben. Ja, nix. Nix hast du geguckt, diese Spacken. Nix hast du geguckt. Ist hier sonst noch was? Ne, sonst bringt hier gar nix. Na, dann komm mal, mein kleiner deutscher Freund. Alright, come on. I'll take you back to your family. Was machen wir jetzt? Also soll ich mitkommen? Wie das aus, wie sie es anhört. Also soll ich mitkommen? Das ist so richtig deutsch gesprochen. Oh, hier hinten liegt auch noch einer rum. Ach, das war der, den ich auf dem Pferd erschossen habe, der abhauen wollte. Was war das für welche? Warum machen die sowas? So, wo ist die? Lack. Wo bringen sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look. Gefunden? I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Eine Goldmine also? Wo kann ich die ausrauben? Ich frage für einen Freund. Ich schwöre. Wie weit sind die weg, ey? Ja. Die sind ein ganzes Stück weit geritten, ne? Und nicht wieder gegen so einen Baum reiten. Mit voll Karacho. Easy, boy. Gubbel, gubbel. Ah, müssten wir gleich da sein. Hoffe ich. Ja, hier müsste das Feld sein, wo ich mal gejagt habe. Hoffe ich. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Ach, die sind schon rausgekommen irgendwann. Hm? Schatz! Oh. Andreas! Oh. Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot! Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, meine Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Ramos. Ist klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Der Blick von ihm. Ja! Oh, ich hab was Gutes getan, ich krieg dafür Geld. Oder Gold in dem Fall. So, und jetzt hinterher und ausrauben. Gut, dass er kein Wort verstanden hat, Alter. Da haben wir mal eben die Deutschen gerettet. You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Oh, schön hier, gleich mit dem See vor der Tür. Können wir mal schön angeln gehen. Da freue ich mich drüber. So, Kapitel 3, Clements Point. Ich würde aber trotzdem gerne noch wieder zurück nach Valentine, ne? Also, wir müssen ja auch noch nach West Elizabeth zurück. Wenige Tage später. Weil Maika hat ja auch noch ein bisschen was für uns. Ist ja sogar ein, jetzt haben wir da sogar einen Steg. Befremdliche Güte, du hast einen Goldbahn erhalten. Du kannst ihn bei einem Healer für viel Geld verkaufen. Das ist aber schön. Fand ich auf dem Steg da vorne. Ja, mehr oder weniger. Stehen neue Pferde in den Ställen von Scarlet Meadows und Strawberry zum Verkauf. Das ist ebenfalls sehr schön. Ich
Kann ich den Goldbarren auch spenden? Aber der ist mit Sicherheit einiges wert, das weiß ich. Können wir gucken. Oh, wir haben gar keine Munition mehr. Oh, wieso das denn nicht? Was ist denn Goldbarren da? 300! Ja, leck mich fett! Ja, leck mich fett! Ja, das ist sowas von meins. Achso, den ganzen Scheiß kann ich nur bei dem Hehler verkaufen, ne? Goldnugget haben wir auch gekriegt. Das kann ich alles nur bei dem Hehler verkaufen, ne? Oder halt hier reinspenden. Ja, ich tue hier erstmal alles rein, Alter. Ich bin ja irgendwie der Einzige, der hier was reinschmeißt. Ansonsten ist hier nicht viel. Können wir jetzt Dutch seine Hütte eigentlich mal machen? Nee, ne? Wir müssen Munition auf alle Fälle mal auffüllen. Ja doch, Arthur will eine Karte für die bessere Planung von Reisen. Ja, damit können wir Schnellreise machen. Wir füllen erstmal Munition auf. Wir brauchen $260. So, dann füllen wir erstmal alle Vorräte auf. Es wird irgendwie nicht mehr weiß, ne? Nicht mehr Gold. Unser Micah ist noch verfügbar. Jetzt müssen wir auf die Karte gucken. Wir sind jetzt hier. In der Nähe von Rhodes. Okay. Okay, $60. Ja gut, das kriegen wir locker bezahlt. Der Healer war auf der Emerald Ranch, ne? Ja, hier. Healer. Haben noch einen irgendwo. Zeitungsverkäufer. Hier ist noch ein Healer in Saint-Denis. Healer. Haben wir noch irgendwo anders einen Healer? Hier. Ein von drei. Hier ist einer. Und Rhodes ist auch einer. Sehr gut. Dann können wir hier direkt mal einen Wegpunkt setzen. Da nehme ich erstmal als nächstes hin. Ja. Und ich müsste mal zum Friseur, ich will zumindest mal die Haare schneiden lassen. Bart okay, aber die Haare können ruhig kurz sein. Aber wir angeln hier erstmal noch Rand. Wobei bringt uns auch nicht viel, wenn wir nicht so gute Köder haben. Ne? Nur für kleine Fische ist auch scheiße. Müssen wir mal in Rhodes gucken. Beziehungsweise wir können eigentlich mal auf der Map gucken, wo es einen Angelladen gibt. Barbier. Saint-Denis und ja, in Valentine. Dann können wir in Rhodes eigentlich auch mal gleich unser Kopfgeld bezahlen. Fotostudio. Ich weiß nicht, was man damit macht. Hela Hotel Kühlergeschäft. Ah, nur in La Grasse. Und ob ich da nochmal hin will, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da wurde ich beim letzten Mal abgestochen. Das war nicht so geil. So, bei Rhodes können wir zumindest auch mal unser Kopfgeld runtersetzen. Dann mal rauf auf unser Hotkey. Haben wir eigentlich noch rohes Fleisch irgendwie im Inventar? Nee, aber Käse. Stück Käse. Und wir müssten mal eventuell unsere Waffen auch wieder warten. Das ist alles gebrutzelt hier. Wir haben, glaube ich, nichts. Ich habe, glaube ich, alles weggebraten, ne? Zwischen den Aufnahmen. Wir können mal gucken, was sagen denn so unsere Weapons? Kann ich hier nicht machen. Let's go, boy. Wir reiten erstmal nach Rhodes und gehen wir zum Healer. Dann schauen wir mal. So, jetzt. Die muss nämlich gefliegt werden. Ja, sonst guck mal, siehst du ja. Aber guck mal, das geht doch immer besser, ne? Irgendwie. Diese ausgegrauten Sachen. Aber wie können wir die denn hinkriegen? Hm. Na, wir reinigen mal. Weil irgendwie die Genauigkeit geht auch noch besser. So ist der zumindest schon mal wieder sauber.
Der muss noch nicht. Den können wir mal rein. Ganz dringend sogar. Der ist nämlich nicht mehr ganz so gut. Können wir auch ein bisschen schneller machen. Ja, Waffen müssen ja sauber bleiben. Vielen Dank. Das Springfield-Gewehr muss noch nicht. Das Warmint-Gewehr muss auch noch nicht. Loading Block haben wir gerade erst bekommen. Die doppelläufige Flinte benutzen wir zu wenig. Ja, die haben halt keine Reichweite, ne? Das ist das Problem bei den Flinten. Die sind mehr so für Nahkampf. Die sind halt Schrotflinten, ne? So, und den können wir nicht reinigen. So, den müssen wir nicht. Den müssen wir auch nicht. Volcanic. Volcanic. Die könnte man mal. Das geht auch noch. Ja, dann alles gut. Dann mal auf nach Rhodes. Ja. Durch das dicke Dickicht. Und dann können wir eigentlich irgendwann mal bei Gelegenheit auch mal zum Friseur gehen, ne? Aus Gründen. Wie gesagt, Bart geht, lange Haare nicht so. Also ich nahe auf wie ein Hippie. Muss ja auch nicht sein. Ist das schon Rhodes hier? Könnte schon Rhodes sein, ne? Geht da schon wieder ab. Ja. Anyone moves, I go blink before I shoot you. Whoa, hurry up in there. Don't. Let's get out of here before the cavalry comes. Wagon's loaded. Move out. If anyone comes after us, they'll be met with a short and nasty hit. Hey. Best you keep moving. Gern geschehen. Begib dich zu einer Büchsenmacher, um dir einen Patron oder Rohrgurt zu kaufen und damit mehr Munition mitführen zu können. Diese Ausrüstungsgegenstände können durch das Abschießen von Herausforderungen verbessert werden, ja. Das war schön. Moin Räuber. Da haben wir einen Companions-Eintrag bekommen. Müssen wir gleich mal durchgucken. So, einmal kurz da einsteigen, damit die beiden rauskommen. Dann können wir auch durchwühlen. Könnte man rein theoretisch den Zug eigentlich auch einmal durchsuchen. Keine Ahnung, wie die Leute sind. Ist ja egal, Hauptsache, ne? Haben oder nicht haben. Ist auch einer? Ne, das ist eine fremde Person. Dann könnte man diese Gelegenheit hier einmal nutzen. Und hier einmal durchsuchen. Guter Brandy können wir nicht mitnehmen. Garderobe. Gewehrmunition. Also Pistolmunition müssen wir jetzt aber mitnehmen können.
So, haben hier noch Dose. Wir nehmen alles mit. Zum Arznei kann ich nichts mitnehmen. Das hier mit dem kleinen Kackschrank. Den können wir nicht aufmachen. Aber hier bestimmt. Genau, die Truhe nämlich. Repetiergewehrmunition ist aber voll. Leider schade. Aua. Dann könnte man den Wagen eigentlich verkaufen, ne? Eine Münze. Da ist noch irgendwas. Klamotten. Beutel mit Kaffee. Schuhe. Eine Schatulle. Wo nichts drin ist. Das ist ja toll. Mal gucken, haben die noch irgendwo den Wagen drauf hier? Irgendwie nicht, ne? Hm. So, dann gucken wir hier noch durch. Gibt es hier noch irgendwas? Sieht auch nicht so aus. Ist hier in der Tasche. Kann man auch nicht durchhören. Ich gehe mal in die Ebene. Eventuell ein bisschen einfacher. Ach so, hinsetzen. Was ist hier mit Kohlenkalle? Zug fahren. Gut, kann man machen, müssen wir aber nicht. Den Lokführer haben die erschossen. So, dann nehmen wir den Wagen. Wir wollen ja eh zum Healer. Könnte man einmal kurz ins Compendium gucken. Welches wüsste, wo das war? Spieler? Arthur? Was kann ich denn hier machen? Oh, cool. Allgemein. Gewicht ist im Durchschnitt, Temperatur ist normal, meine Ehre ist gut, Gesundheit. Kernleerungsrate liegt bei 80%. Verfassung? Was heißt das? Genau. Überblick, Fortschrittstufe 5, Durchschnitt, Vergiftung nicht, Wohlbefinden, Krankheiten. Oh, wir können uns auch vergiften und Krankheiten haben, alles klar. Also Krankheiten gibt es auch. Ausdauer ist auch okay. Dead Eye sieht schlecht aus. 11 Minuten noch. Pferd, okay, wo war denn jetzt das Kompendium? Hier, glaube ich, ne, bei Fortschritt. Weil diese Lemoine-Bande, die würde mich interessieren. Banden, 4 von 6. Die Lemoine-Räuber, Informationen über eine Gruppe politisch beeinflusster Kriegsveteranen. Maffrey-Brut. Und noch eine unentdeckt. Okay, noch ein paar. Wer sind die denn? Eine zurückgezogene Bande, die Ärger in Beaver Hollow macht. Ach ja, ich erinnere mich. Die haben uns mal bei so einem Zelt überfallen. Einzigartige Begegnung eine. Bandmitglieder getötet zwei. Versteck noch nicht gefunden. Bandlager auch noch nicht gefunden. Hinterhalte überlebt. Auch noch null. Okay. Interessant. So, die O'Driscolls. Damit 2 von 4 Bandlager gefunden. Ein Hinterhalt überlebt, 4 einzigartige Begegnungen, 55 Mitglieder haben wir getötet und ein Versteck haben wir schon alle gemacht. Mhm. Und die Lemoine-Räuber? 5 Mitglieder haben wir schon mal getötet. Kriegsveteranen, okay. Ansonsten geht's hier. Alles klar, das ist das also. Ich hätte auch Kreis gedrückt halten können, ich weiß. So, dann gucken wir, dass wir jetzt noch zum Healer kommen. Yep. God damn!
können wir mal einmal unser Kopfgeld bezahlen. Und unseren ganzen Scheiß verkaufen, auch diese Waren. Mal gucken, wie weit ist das jetzt noch? Der ist da oben. Okay, dann müssen wir uns gleich links, links, rechts. Also dann links. Da brauchen wir noch ein bisschen Dead Eye. Links. Hier rechts. Das rechts? Das muss das rechts sein, ne? Ja. Okay, dann müssen wir hier auch unseren Wagen, den Wagen jetzt verkaufen können. What a wagon! Well, damn fine! Janice told me. Können wir das überhaupt? Don't you tell me I'm not. Sieht irgendwie nicht so aus. Er ist das doch. Hello, sir. Glad to have a new patron come through. Verkaufen? Sure, let me see. Was ist das denn? Wie Bilder können wir verkaufen? Du bist bekloppt. Hier. 300. Das ist Geld, Alter. Sind wir mal ein bisschen. Können wir mal ein bisschen großzügig zu uns sein. Wir haben schon so viel ins Lager reingesteckt. No questions asked. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Die Karten verkaufe ich auch nicht. Bin ich bescheuert. Was haben wir hier? Dogenlachs? Nein. Die Ringe? Die können alle weg. Die können auch weg. Den Kaffee nicht. Sehenswürdigkeiten hier, die Uhren. You got a decent eye for these things by the looks alle of it. Auf eine. No questions asked. Jetzt haben wir noch den kleinen Schmuckbeutel für 25. Tschüss. Give it here. Mit den die Uhren ist klar, das bleibt alles. Kaffee brauchen wir nicht verkaufen. Kauft auch nicht alles, ne? Davon können wir einen verkaufen. Davon können wir einen verkaufen. Hier kommt von Kaffee hoch, dann können wir wieder Kaffee irgendwann mitnehmen. Davon auch. Sure, I'll take it. Zwischendurch, ja. Die Bilder sind auch einen Dollar wert, aber die will ich ja nicht verkaufen. Ich muss sie ja sammeln. Boah, wie viel Geld wir haben. Und die Kutsche kann ich hier nicht verkaufen oder was? Thanks, Mister. Das ist ja doof. Wo habe ich den jetzt geklaut? Wenn ich den nicht verkaufen kann. Saloon ist geschlossen. Zeitung, Waffen. Hier gibt es auch keinen Stall, ne? Da ist unser Lager. Pearson will auch irgendwas. Hier wäre eine Kutsche. Beziehungsweise ein Stall. Das hat er eingezeichnet. Trading Post. Den habe ich schon gefunden, den Knochen, ne? Gehe ich mal stark von aus. Ja, ja, das war oben in den Heartlands. Alles easy. Ja, dann würde ich eher sagen, dass wir unser Kopfgeld bezahlen. Ich weiß nicht, die Kutsche lohnt sich glaube ich nicht, ne? 5 Dollar nur. Da würde ich dann eher sagen, scheiß drauf. Können wir lieber, dass wir unser Kopfgeld bezahlen. Dann können wir auch mal zurück nach Valentine. Ist glaube ich etwas sinnvoll. Wir haben ja jetzt genug. Ne? Wir haben ja gerade einen Goldbarren verkauft. Und da hast du zum Beispiel eine Bank. Die Bank in Valentine.
paid for my shit. You get out of the way! I'm paid with my body and my mind. Hey, mister. Will you give me some money? You done raised enough cane around here. Sure. Well, thank you. Say, where you from? Around. Ain't from right here. Yeah, it was you I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah, ever since them Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Came through here the other day. They somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Alles klar. Hallo. So, wir gehen mal eben unser Kopfgeld schnell bezahlen. Und dann können wir uns rein theoretisch die Zeitung noch holen. Hey there! I'll drive you wherever you need to go. That's the bastard who almost ruined everything. Yep. Well, I'm afraid I must dash. So long. Das ist der Bastard, der fast alles versaut hat. Meinst du mich? Ja, geh mal lieber. Don't mind me. Excuse you. Ja, fahr zur Hölle. Rein theoretisch können wir jetzt überall unser Kopfgeld bezahlen, ne? Good lord. Einiges an Kohle hat gemacht. War schon wieder alles ausgeben. Oh, ich weiß nicht, alles bezahlen, 360. Puh, das ist mehr als die Hälfte von dem, was wir gerade verdient haben. Ich freue mich mal gerade über ein bisschen Geld. Aber dann können wir uns zumindest wieder überall gut bewegen, ne? Ja, komm, weg damit. That was all legitimate funds, I'm sure. Hm. Tut mir in der Seele weh. Aber was soll's. Nützt dir nur. We've had quite enough of your kind here. Was hast du gerade über meine Mama gesagt? Naja. Mister. Entschuldigung. Kontenance bitte. So, und dann gucken wir mal in der nächsten Folge. Ein bisschen kennen wir uns hier ja schon aus. Wir waren hier schon. Hello there. Und dann gucken wir uns mal noch so ein bisschen weiter um. Wir gehen vielleicht mal in den Saloon, wenn der auf hat. Und dann sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Red Dead Redemption 2. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus. Tschüss.